Wein ist Leidenschaft, Liebe und Ausdruck unserer Ideen und Visionen. Die Verbindung zu Natur, Menschen und der Genusswelt. Wein spricht viele Sprachen und lässt Menschen zusammenrücken. 1925 eröffneten meine Großeltern einen Lebensmittelhandel und eine Gaststätte, entdeckten aber immer mehr die Liebe zum Wein. Seit nunmehr zwei Generationen konzentrieren wir uns voll auf den Wein und seine Produktion. Dies ist nötig, um den Qualitätsstandard zu erreichen, den wir uns auferlegt haben. Ein großer Schritt war die Übernahme des Winzervereins Eil mit seinem historischen Gebäude, in dem wir uns gerade hier befinden. In regelmäßigen Veranstaltungen versuchen wir jeden Genuss am Wein mit den Menschen zu teilen. Wir beide führen das Weingut gemeinsam, wobei ich mich auf die Produktion und die Vermarktung des Weines konzentriere. Meine Frau kümmert sich um die vielen Veranstaltungen und die Administration. Unser Sohn befindet sich zurzeit im Weinbaustudium und hilft seit seiner frühesten Kindheit im Weinberg. Er ist jetzt schon treibende Kraft bei uns im Weingut und wird in der Zukunft seine eigene Weinlinie einführen. Innovation im Weingut ist sehr wichtig. Darum sind wir sehr froh, dass unser Sohn viele Praktika macht, um im In- und Ausland Erfahrung zu sammeln. Die optimale Kombination traditioneller und moderner Verfahren spielt für uns eine wichtige Rolle. Nur so können wir gewähren, stilvolle Weine in höchster Qualität zu produzieren. Besonders stolz sind wir, verschiedene Lagen in unserem Portfolio zu haben. Hier finden wir an der Saar Riesling auf Schieferböden, Grauburgunder, Weißburgunder, Ochsenbauer und Elbling auf Muschelkalkböden an der südlichen Weinmosel. Beide Bodenarten eignen sich hervorragend für die jeweiligen Rebsorten, wo sie wachsen und gedeihen. Unser Aushängeschild ist dabei die weltweit bekannte Riesling-Steillage Eiler Kupp, welche in den letzten 3 Jahren bei Best of Riesling ausgezeichnet wurde. Um diese hohe Qualität liefern zu können, nutzen wir die Vorteile der Holz- und Edelstahllagerung, um individuellen Charakter verstärkt hervorzubringen. Wert darauf legen wir, den Wein so naturnah wie möglich auszubauen. Eine Riesenchance für uns ist die Weinbar in der Allianz Arena in München. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Produkte und den deutschen Wein vor internationalem Publikum zu repräsentieren. Seit 2010 betreiben wir in der Allianz Arena die Weinbar. Ich freue mich, von Spieltag zu Spieltag in die Allianz Arena zu fahren, um zu sehen, wie in 106 Logen unsere Produkte ausgeschenkt werden und über die positive Resonanz unserer Gäste. Jedes Jahr ist eine neue Herausforderung. Und trotzdem macht es einen Riesenspaß zu sehen, wie die Leute unser Wein, unser Produkt mit Begeisterung trinken. Die Freude zu sehen, wenn dem Kunden ein Glas Wein schmeckt, in der Natur und mit der Natur zu arbeiten. Und im Endeffekt gibt es ein wunderschönes Sprichwort: Nur was du liebst, bringst du zum Blühen. Und genau das ist das, was letztendlich der Winzerberuf ausmacht. Du musst deinen Job lieben, du musst die Natur lieben, du musst den Weinbau lieben, du musst dein Produkt lieben und dann bringst du es zum Blühen.